Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp. Wir sind hier gerade eben in so einem kleinen Sturm draußen, der gerade eben wirklich zu einem Sturm wird, was mich ehrlich gesagt gerade eben ein bisschen ärgert. So, wir sind hungrig. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal jetzt hier die ganz kurz mal uns hier die Dose reinpfeifen. Denn ich möchte hier diesen Ast noch abbauen. Und ich habe mir überlegt, da unten so einen Hirsch, so einen Schrägstrich Hirsch, Schrägstrich Reh zu schießen. Die da unten gerade eben so fröhlich rumlaufen. Das sollte eigentlich drin sein. Hoffe ich zumindest. Und es ist auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Könnte sein, dass da eventuell in den Schlingen schon was drin ist. Da ist so eine Schlinge, da ist nichts drin. Schlinge, nichts drin. Man sieht die Schlingen. Alle sind noch leer. Okay. Ist auch vielleicht ein bisschen zu optimistisch gewesen. Sind wir mal ehrlich. So. Da unten laufen auf jeden Fall ein paar Rehe rum. Wir haben gefühlt 10 Grad, was uns definitiv hilft. Dann schauen wir mal. Oh, da rennt jetzt schon mal ein Hirsch. Der war leider sehr, sehr nah. Leider deswegen, weil ich so jetzt nicht mehr an ihn rankomme. Aber vielleicht können wir uns an den anderen ranpirschen. Denn interessanterweise hat der seinen Kollegen nicht warnen können. Und jetzt schleichen wir uns einfach ganz leise heran und hoffen, dass sie uns nicht bemerken. Wir hoffen natürlich auch, dass wir gleich einen Blattschuss hinbekommen. Bis zu diesem Felsen möchte ich noch. Momentan habe ich auf den rechten abgesehen. Auch, ah Mist, der verlässt gerade eben unser Blickfeld. Finde ich jetzt natürlich nicht so gut. Übrigens nochmal zum Thema. Letztes Mal habe ich ja den Fleischkugelkoeffizient angesprochen. Der Fleischkugelkoeffizient für den Wolf ändert sich natürlich drastisch, wenn man einen Wolf verschießt, der gerade eben einen Reh gerissen hat. Das ist eine Kugel, die sich dann quasi wiederum extrem lohnt. So, jetzt schleichen wir mal da hoch. Pirschen uns an. Wir sind der Jäger. Ich hoffe es, dass wir es sind. Oh Gott, wo ging denn der Schuss hin? Das schaue ich mir gerade eben ganz kurz mal an. Habe ich drüber geschossen? Ich finde es auf diese Distanzen immer sehr, sehr schwer zu zielen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde es extrem schwer. Also ja, für diese Aktion ist der Kugelkoeffizient jetzt schon mal ziemlich für ein Popo. Nennen wir es, wie es ist. Bären sind da ehrlich gesagt ein bisschen leichter, weil die kommen da auf einen zu. Und wenn man sich verstecken kann, ist das sogar noch umso geiler. Näher, näher, näher. Ich möchte mal auch mal austesten, wie nah ich an so einen Hirsch ranschleichen kann. Das möchte ich jetzt mal testen. Wie nah komme ich an einen Hirsch ran, wenn ich schleiche? Das kann durchaus für zukünftige Jagdausflüge, insbesondere mit Pfeil und Bogen, nicht unwichtig sein. Ja, leider läuft der gerade eben halt auch ein bisschen von uns weg. Richtung eines Wolfes. Wir könnten jetzt natürlich hier den Fleischkugelkoeffizient wieder nach oben treiben, indem wir ihn jetzt hier auf den Wolf treiben, dann den Wolf erschießen, dann haben wir beide. Ich glaube, das wäre strategisch durchaus sinnvoll. Ich glaube, das habe ich vor. Deswegen, Ausweichmanöver nach rechts. Um ihn da hinzutreiben. Den Hirsch, das Reh, was auch immer. Das Geweihtier. Ich kann es jetzt gar nicht testen, weil der tatsächlich schneller ist. Guckt, jetzt rennt er darüber. Da wird garantiert jetzt gleich der Wolf drauf anspringen. Na, Wolf? Hallo, Viech? Tja, okay. So kann man es auch machen. Wir haben auf irgendeine Art und Weise definitiv den Wolf ausnutzen können. So, 9,2 Kilogramm Fleisch, das ist total fantastomatisch. Wir machen das hier natürlich als allererstes mit dem Jagdmesser, denn mit dem Jagdmesser geht es besser, solange man nicht gefrorenes Fleisch ab... Oh, oh. Du Mistvieh. Verdammte Axt, ey. Okay, das ist so viel zum Thema unserem Koeffizienten. Wo kam denn der auf einmal her?
So, das nehmen wir natürlich definitiv auch mit. Und uns geht langsam aber sicher das Tageslicht mal wieder aus. Egal. Oh, der hat sogar richtig gut Fleisch noch gehabt. Das heißt, es lohnt sich wenigstens, den hier noch zu zerlegen. Ja, es wird dunkel. Aber das hier nehme ich trotzdem noch mit. Da bin ich jetzt egomanisch. Das muss gehen. So. Na, großartig. Es ist nicht nur dunkel wie im Katzenpopo. Wir sehen auch nichts mehr. Das ist mal wieder typisch. Das Spiel hat erkannt, dass wir in einer lebensgefährlichen Situation sind und macht sie noch lebensgefährlicher. Jetzt wäre eine Fischerhütte richtig super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Fischerhütte wäre jetzt richtig nice. Da würde ich mich nämlich jetzt einlagern mit dem Holz, das wir haben. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich laufe jetzt einigermaßen richtig und nicht sonst irgendwo hin. Was sagt denn die Temperatur? Die Temperatur sagt noch 5 Grad. Wasser haben wir auch noch. Also, wir sind einigermaßen ausgestattet. Nebel, könntest du einfach mal weggehen? Ich höre links irgendwelche Krähen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch links hört. Ich höre sie links. Das hat aber nicht unbedingt Positives zu bedeuten. Gott, oh Gott, wo geht's denn da hin? Ich sehe gerade original gar nichts. Vom Gefühl her müsste ich schon längst eigentlich jetzt irgendwie mal hier den Rand erreicht haben. Kommt da vorne jetzt ein Rand? Ja, da kommt Wald. Das Problem ist, jetzt wird es auch noch dunkel. Was ist denn das da rechts? Ach nix, ist nur ein Felsvorsprung. Okay. Gut. Dann hier hoch. Bevor es endgültig dunkel wird. Oh, wir sind überladen. Wir können gar nicht mehr rennen. Müssen aber ordentlich überladen sein. Ah, hier sind schon mal kaputte Häuser. Ich habe was gehört links. Oh je. Ja, natürlich. Hau ab. Hau ab. Ich will nicht nochmal schießen müssen. Ich habe schon genug Fleisch. Verbrauche ich lieber jetzt mal so eine Fackel hier. Der riecht halt das ganze Fleisch, das wir mit uns rumtragen. Das ist das Problem. Hoffe ich einfach mal, wir schaffen es nach Hause. Es ist gerade eben für mich momentan alles sehr, sehr schwer zu sehen. Ich habe auch im Zimmer hier gerade eben Licht an. Moment, ich muss ganz, ganz kurz mal das Licht ändern hier. So, entschuldigt bitte, das musste ganz, ganz kurz sein. Weil ich nämlich wirklich nichts gesehen habe. Der kommt schon wieder. Hat nichts gelernt, der Bastard. Hau ab! Ich hab nichts für dich. Oder deinesgleichen. Ich hab höchstens was gegen dich und deinesgleichen. Vertreib ihn wieder. Und bleib jetzt endlich mal weg. Kann ja wohl nicht wahr sein. Lästiges Volk. So, ich hoffe, dass wir jetzt bald irgendwie irgendetwas finden, was wir als Heimstätte betrachten können. Ich möchte jetzt nicht hier auf den letzten paar Metern zu den 200 Tagen draufgehen. Nein, echt nicht. Ich meine, okay, wir haben noch eine zweite Magnesiumfackel, aber... Der Weg ist jetzt gerade eben schon unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mami. Ganze Tiergeräusche. Wir sind hungrig. Wir tragen tonnenweise Fleisch. Und sehen so gut wie nichts. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. So gut wie nichts. Vielleicht 25 Meter Sicht nach vorne. Mehr haben wir nicht. Sind wir jetzt erst hier? Ach du Scheibenkleister. Ich dachte, wir wären schon weiter. So kann man sich irren. So kann man sich irren jetzt hier in der Dunkelheit. Oh je. Nein. Naja, wir werden es irgendwie schaffen. Obwohl ich befürchte, dass die Fackel demnächst jetzt hier das Zeitliche segnen wird. Kann man eigentlich im Auto schlafen? Fragt ich mich gerade eben. Boah, es wird immer dunkler. So ein Zustand, den ich eigentlich nicht mehr haben wollte. Dass ich nachts irgendwie rumlaufen muss. Nein! Hier drüber. Boah, jetzt haben wir, glaube ich, noch 10 Meter Sicht. Da ändert auch die Fackel nichts. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass die Fackel mich sogar noch mehr blendet. Also jetzt in echt mich. Als dass ich durch sie was sehen würde. Wenn jetzt irgendwas vor uns wäre, ich würde es nicht sehen. Ich höre da was. Ich höre da was. Dinge, die mich nicht begeistern. Ich gehe zurück zu dem Auto. Das klang wie ein Bär. Und ich, wenn ich ihn nicht sehe, Leute, wenn ich ihn nicht sehe, will ich auch nichts mit ihm zu tun haben. Echt nicht. Nein, nein. Murp will nur mit Kindern spielen, die er auch sehen kann. Alle anderen findet er unheimlich. Wenn ich nur höre, dann vergeht's mir. Vergeht mir das Hören und Sehen. Das Sehen ist mir schon vergangen. Oh Gott, ich würde gern rennen können. Kann ich aber nicht. Hallo, liebes Auto. Liebes Auto. Da ist das liebe Auto. Rein ins Auto. Mein Auto. Oh mein Gott, kann man hier drin jetzt schlafen? Tatsache. Okay, Moment. Wir machen allerdings jetzt noch was anderes. Zurück. Können wir noch irgend... Also wir müssen auf jeden Fall was trinken. Ohne Trinken wird die Nacht der Horror. So. Gut, so viel dazu. Und jetzt schlafen wir einfach mal eine Runde. Wir haben keine Ahnung, wie viele Stunden Dunkelheit übrig. Ich gehe jetzt mal auf 8 Stunden Schlaf. Auch wenn wir dadurch jetzt hier massiv hungern. Aber wie gesagt, ich möchte definitiv... Ich finde es gut, dass man jetzt einfach so im Auto schlafen kann. Das finde ich fantastisch. Es scheint immerhin der Nebel weg zu sein. Dafür schneit es jetzt. 2 Stunden Dunkelheit übrig. Das schaffen wir noch so, würde ich mal sagen. Ich möchte auf jeden Fall bei Tageslicht oder zumindest bei Dämmerung rumlaufen können. Ich möchte Dinge sehen können. Ich bin ein echter Fan von Sehen. Ihr glaubt gar nicht, wie toll es ist zu sehen. So, ja, genau. Jetzt sehen wir nämlich wieder was. Das sind Dinge, die ich extrem gut finde, Dinge zu sehen. Den Sch... Da drüben! Da hätten wir... Na... Entschuldigung. Ich bin ein bisschen krank. Da drüben, da hätten wir nächtigen können. Aber das siehst du halt nicht im Dunkeln. Das siehst du halt nicht. So, jetzt schleppen wir es erstmal nach Hause. Das ist doch... Das Spiel mobbt mich. So direkt daneben, weißt du, daneben könnte so der Supermarkt sein. Mit allem drum und dran. Und du stehst so da und denkst dir so, scheiße, wo schlafe ich heute? Wo kriege ich was zum Essen her? Und dabei musst du dich einfach nur mal umdrehen.
Aber der Nebel, also der Nebel hat es halt in dem Fall echt voll rausgerissen. Also Dunkel und Nebel, das ist in dem Spiel hier halt echt die Killer-Kombination. Da siehst du irgendwann dann gar nichts mehr. Da ist auch die Magnesiumfackel nicht mehr hilfreich. So, genau. Hier war jetzt irgendwie diese Abzweigung, diese komische welche. Jetzt sag nicht. Alter Verwalter. Was willst denn du schon wieder, ey? Ach, Mann, ey, was macht denn der für komische Sachen? Was macht denn der für Sachen? Das ist ja nicht mehr witzig. Boah, der hat uns mindestens einmal kritisch getroffen. Gut, er blutet jetzt auch, aber... Das fand ich gerade nicht witzig. Boah, wie aggro der anstürmt. Auf welche Distanz. Und wir konnten gar nirgendwo mehr hin. Und dann macht er so, der schlägt ja so Haken. Das fand ich gemein. Ich habe inzwischen wirklich das Gefühl, dass die Tiere uns hier aktiv umbringen wollen. Das Gefühl habe ich definitiv. Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott. Oh, ich sag doch, die wollen mich aktiv umbringen. Oh, wir sind drin. Wir sind drin. Halleluja. Als allererstes auf den Schrecken. Eine Kondensmilch. Das muss jetzt sein, weil... Die hat eh bloß noch 50% und... Oh Gott, bin ich durch. Oh, Kacke. Ausgerechnet da dann der Bär einem auch noch entgegenkommen. Also der kann ja überall rumlaufen. Auf einmal ist er genau da. Und du denkst dir so, no, 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 no. Nicht das. So, das hier ist Reparaturholz. Zumindest so lange, bis es was anderes wird. 6, so. Jetzt wird noch was getrunken und danach wird jetzt erstmal hier wieder eine Runde gebrutzelt, bis die Schwarte kracht. Dann haben wir nämlich wieder mal ein bisschen Essen. Ich mag Essen. Essen macht mich glücklich. Essen sorgt dafür, dass mein Magen voll ist und er nicht mehr wehtut. Naja gut, solange man keine Lebensmittelvergiftung bekommt. Ach ja, dieser komische Bär. Musste da gerade eben auch noch rumlaufen. Aber ich bin mir sicher, dass ich den letzte Nacht gehört habe. Ich bin mir ziemlich sicher, der war auf der Straße. Das Schlimme ist, wir waren ja schon irgendwie dran vorbeigelaufen. Also wir müssen... Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe wegen dieses ganzen Nebels in dieser Nachtkiste schlicht und ergreifend nicht gesehen, wo ich war. Ich war schon längst neben unserer Hütte. Ich glaube, ich war schon dran vorbei. Hab's aber nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, nicht mal erahnt. Das ist so mies. Jetzt merke ich mal wieder, dass meine Orientierung in dem Spiel, sobald es dunkel wird, halt doch sehr zu wünschen übrig lässt. Aber was willst du denn machen? Kannst du nicht viel machen. Es ändert sich halt plötzlich die Spielregeln, sobald Lichtverhältnisse andere sind. Und vor allem, wenn sie ganz, ganz andere sind. Also Nebel auch tagsüber reicht in dem Spiel ja schon völlig aus, dass du die Orientierung unter Umständen verlieren kannst, weil du keine Weiteneinschätzung mehr hast. So nach dem Motto, aha, den Punkt da drüben kenne ich. So, und wenn du halt direkt so drumrum bist und du bist, nennen wir es mal so, im Wald, wo halt alles random ist, ne? Also die Bäume sind halt zufällig weitgehend aufgestellt. Es gibt ganz, ganz selten mal so eine Stelle, wo du sagst, ja, das hier ist eine markante Baumformation. Wenn du das nicht hast, dann hast du halt verloren. Sind wir mal ehrlich. Oft genug habe ich mich verlaufen. Da hilft dir vielleicht so ein bisschen so ein Richtungssinn schon durchaus. Aber der ist halt dann auch sehr, sehr begrenzt. Vor allem, sobald du mal anfängst, diesmal so ein bisschen hin und her zu gucken. Denn im Gegensatz zum echten Leben haben wir ja, wenn wir jetzt hier im Spiel spielen, ne, und uns umgucken, nicht den Vorteil, dass unser Gleichgewichtsorgan an unser Gehirn meldet, aha, du hast dich gerade eben 13 Grad nach links gedreht. Und dann kann dein Gehirn rausrechnen, sozusagen, aha, ja, 13 Grad nach links, das bedeutet, dass das, was ich vorher angeguckt habe, 13 Grad weiter rechts ist. Und so funktioniert im Großen und Ganzen ja Orientierung.
über Statuen, über so statuenartige Zellen, also so, die halt letzten Endes über Bewegungen mechanisch letzten Endes feststellen, in welche Richtung man quasi seinen Kopf dreht. Und so hilft es letzten Endes auch dem Orientierungssinn, also insofern das Gehirn quasi dazu in der Lage ist, also das gelernt hat, schrägstrich eine gewisse Begabung in der Richtung vorherrscht. Aber ja, was soll's, also man kann dann sozusagen nur versuchen, innerhalb eines Spiels sozusagen zu simulieren, also rein das Gefühl geben oder ihm den Kopf abstrahieren zu lassen, sozusagen, was das sein müsste. Ist halt alles nicht so einfach. Ihr seht auch schon, ist auch von dem Erklären ja nicht so einfach. Schon gar nicht, ja, wenn man so jetzt hier vom Zaun bricht, so wie ich, und jetzt nicht quasi so vorher nochmal sich so ein bisschen eingelesen hat. So, aber wir haben Fleisch und das ist super und wir werden als allererstes gleich mal hier so ein bisschen Reh essen, liebe Leute. So, ich werde dieses Fleisch, wir haben eigentlich sogar noch 23 Minuten, was mich zu diesem Plan führt, nochmal einen halben Liter Wasser abzukochen. Ja, ich werde auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wir werden in der nächsten Folge nochmal jagen gehen müssen. Führt keinen Weg dran vorbei und vielleicht jagen wir mal wieder einen Bär. Einfach nur, weil Berolando liefert. Und dann haben wir garantiert genügend Fleisch auf lange Sicht. Ich glaube, das Essen tut jetzt tatsächlich alles da rein. Ich habe das letzte Mal hier die ganzen Fleischsachen schon da drin gelagert. So. Ja, das hier können wir auch noch da rein tun. Ne, das will ich gleich noch essen. So, dann tun wir hier noch ein bisschen Wolfsfleisch rein. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.